Da mag sich mancher fragen, wie kommt man überhaupt auf irgendwelche Texte, denen ich jetzt mitgebracht habe. Ja, also ich stand am Supermarkt in der Kasse und da war eine Frau, die kaufte eine einzelne Rolle Toilettenpapier. Eine Rolle. Lass das mal einen Augenblick wirken. Steht mal da und sagt, warum nur eine Rolle? Will die aufhören oder was? Und dann habe ich mir überlegt, wieso gibt es überhaupt im Fernsehen Werbung für Toilettenpapier? Da kommt man nach. Also, wir können mal testen. Gibt es irgendjemanden, der das nicht benutzt? Mal Hand hoch. Nee, ne? So, und da habe ich mich. Bitte? Okay. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe einen Scan machen lassen. Da habe ich Folgendes festgestellt: In meinem Hirn ist der Speicherplatz wie folgt belegt: 10% Namen, 5% Telefonnummern, 10% PIN-Nummern und Passwörter, 5% Schulwissen, 20% Songtexte und 50% Werbeslogans. Der Beweis, dieser Text, der da heißt: Marketing ist keine Stadt in China. Der folgende Text wird Ihnen präsentiert von Warsteiner und Novotherm Garagentoren. Mein Name ist Otto McDonalds. Ich bin Profisportler mit Always breiter Brust. Das aber nicht wegen des Selbstbewusstseins, sondern Always wegen der Trikotwährung. Und ich möchte nun folgende fantastische Geschichte erzählen. Also ich glaube, es war im März, speziell morgens 9:30 in Deutschland, jedenfalls schon after 8, als ich spürte, du brauchst dringend mal eine lila Pause vom Alltag, bevor du Cola bierst. Du musst fort. Ich sagte mir, Mensch, lass es dir gut gehen, mach schöne Ferien, sail away. Ich ging also zu meinem Boss in Spee, der schon etwas senil war, nahm meinen ganzen Mumm zusammen und sagte schlau wie ein Nux: Hallo Herr Kaiser, gut, dass ich Sie treffe. Ich fühle mich Asbach uralt und habe eine Haut wie Leder. Mir fehlt die Kraft bei Arbeit, Rittersport und Spielen. Und das ist ein Signal. Darum brauche ich dringend Urlaub, denn nie war er so wertvoll wie heute. Nun bild dir deine Meinung. Er sah mich smart, aber mit viel Herz an. Erholung, Otto, finde ich gut, sagte er, friesisch herb, denn Urlaub gibt verbrauchte Energie sofort zurück. Sie haben es sich verdient. Gut, wir machen den Weg frei. Du darfst. Da ich nicht gern allein verreise, wollte ich mit meinen besten Freunden fahren, aber da Ed Hardy ziemlich scheiße aussah, Jim Beam auf Entzug, Marco Polo bereits verreist und Tom Taylor völlig abgerissen war, fragte ich Jack and Jones, ob sie mitkommen wollten. Sie sagten gern, aber wir können nur billig, denn Geiz ist geil. Wir einigten uns darauf auf Villa Riba in der Punica-Oase. Die ist aus Erfahrung gut und da weiß man, was man hat. Ich wusste zwar auch nicht, wie viel so ein fabelhafter Urlaub kostet, aber dachte nur, dann ist dein Geld halt futschi. Ich zahlte einfach nur mit meinem guten Namen und mein Papi hat nicht einen Pfennig dazu gezahlt. Er sagte nur: Söhnlein, brillant. Von FMO. Von FMO ging es dann los mit Red Bull, das verleiht Flügel. In Villa Riba angekommen, witterten die Jungs sofort den Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Ich warnte Jack: Du bist kein Playboy unter der Capri-Sonne, sondern nur ein Bübchen. Und Jones, du Bauer, stinkst wie ein Puma. Und das ist der Duft, der Frauen provoziert. Ein Liebesabenteuer für euch, Fruchtzwerge, fällt ins Wasser. Ja, Jack entgegnete: Aber ich bin total scharf. Und zwar so scharf, dass er hinter Gitter muss, unterbrach Jones und stellte klar: Wir wollen hier einfach eben nicht nur braun werden und masturbieren. Denk an die kleinen Preise, hier gibt's doch alles, aber günstig. Ich sagte schockiert: Ich bin doch nicht blöd. Nachher hole ich mir was weg und mein weißer Wiesel wird zum Knirps, kriegt Gefrierbrand oder wird wüstenrot. Merci, ich will so bleiben, wie ich bin. Darauf Jack: Ich dachte, wir hätten eine Allianz fürs Leben, du kleiner Feigling. Und Jack sagte: Have a break. Das ist doch alles Wischi-Waschi, ihr Softies. Jetzt wird erstmal der gute Pop geraucht und dann geht's ganz hip auf die Piste, dann bleibt bestimmt kein Henkel trocken. Gesagt, getan. Ich ließ sie vorweggehen und wir fanden einen rustikalen Rundkostclub an der Street One, vor dem ein Schwarzkopf namens Raffaello stand und rief:
Come in and find out, we love to entertain you. Der frische Franzose erklärte uns, unsere Mädels hier, die tun was für das Beste im Mann. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Jack rief begeistert, das ist mein Laden. Und Jack ergänzte, der hat Magie. Ja. Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Sie winkten hinein. Ich rief, warte mal, ich tue das nicht. Doch sie zogen mich hinein. Sofort kamen 11 Damen von der Care Company und versprachen erfrischend anders, unser All-Inclusive-Paket, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt und dazu 20% auf alles außer Tiernamen. Eine Kühne, sie war Asbach uralt, zeigte auf Jacks Gameboy und forderte, dusch das. Der nur was sauber ist, kann richtig glänzen. Jones antwortete, aber man sagt, er habe magische Kräfte mit der wilden Frische von Limonen und außerdem mit einem Wisch ist alles weg. Jones zeigte auf seinen Kümmerling mit den Megapads und sagte kuschelweich, ich und mein Magnum, das sind die längste Praline der Welt. Würden Sie mich bitte Oral-B friedigen? Sagte sie, so groß kann klein sein. Natürlich, antwortete er, aber don't call it Schnitzel. Dann komm her, du Schuft, sagte sie, da werden sie geholfen, wenn es mal wieder etwas länger dauert, denn keiner schmeckt mir so wie dieser. Aber jetzt zerbeiß ich, so muss Technik. Joan schrie vom Schmerz, boom, chikawawa. Ich war schockiert. Vor Angst drang blaue Ersatzflüssigkeit aus meinen Aromaporen und ich rief, wo bist du hier nur gelandet? Jack beruhigte mich, Vertrauen ist der Anfang von allem. Heute ein König, just do it, yes we can. Bevor ich antworten konnte, kam die Schwarze mit der blonden Seele. Sie hieß Tosca, war eine Perle der Natur und hatte einen Schwingkopf. Mit ihr kam die Zärtlichkeit, als sie sagte, du bist recht proper, Meister. Irgendwie clever und du hast Doppelherz. Hör zu, ich mach Kinder froh und Erwachsene ebenso, denn ich kann 8x4x, it's not a trick. Ich konnte dabei nur auf ihre Apple starren und denken, Mann, sind die dick, Mann. Sie sah an mir herunter und ergänzte, wer wird denn gleich in die Luft gehen? In dem Moment bekam ich Angst vor Kinderüberraschung und sagte, nix sie weg, bevor dein Lucky Strike. Denn ich kann nicht immer, aber immer öfter nicht, wenn der kleine Hunger kommt. Sex ist halt nichts für Besseresser. Ich flüchtete in einem Taxi, denn ich habe gar kein Auto, in das etwas andere Restaurant. Da gab es immer eine gute Suppe mit einer extra Portion Milch und Frau Antje bringt Käse aus Holland. Hier gebe ich mir die Goldkante, weil einfach, einfach, einfach ist. Darauf ein Scotch und Soda. Ich liebe es. Singen ja, ja, yippie, yippie, yay. Und Schnitt. Den Rest der Geschichte gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Nach nur einem Spot geht weiter. Dankeschön.